Neben mir steht jetzt ein Profi der automativen Szene. Herr Helmut Moser ist seit vielen Jahren begeisterter Leiter des Allrad-Trainingszentrums Wels und Herausgeber sowie Chefredakteur der unterschiedlichsten Formate. Aber darüber werden wir uns gleich mit ihm persönlich unterhalten, denn er ist heute da und ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Herr Moser. Hallo. Sie haben uns hier zur Präsentation ein kleines Modellauto mitgebracht. Haben Sie das deshalb mit, weil Sie selbst noch so verspielt sind oder wo liegt Ihre Leidenschaft? Als Mann muss man immer ein bisschen verspielt sein. Das Auto, das ich Ihnen mitgebracht habe, hat den Platz hier im Studio. Das andere Auto, das 1:1 vorhanden ist, steht vor der Tür. Dieses Auto präsentiert mehr oder weniger meinen Vogel, weil ich habe seit meiner frühesten Jugend, aus meiner Kindheit, den Allradvogel gepachtet. Damals haben mich Soldaten in den Kindergarten mit einem Jeep gefahren und seitdem bin ich vom Jeepvogel nicht mehr weggekommen. Sie sind ja Leiter des Allrad-Trainingszentrums Wels. Also ich kann auch als Privatperson zu Ihnen ins Trainingszentrum kommen. Und was erwartet mich dort? Was gibt es da zu sehen? Es gibt viele Leute, die Allradfahrzeuge beruflich auch brauchen. Wir lernen denen, wie das richtig geht, im Gelände zu fahren, weil ja gegenüber dem Straßenverkehr sich das doch wesentlich unterscheidet. Also da kommt es nicht darauf an, um viel Gas zu geben, sondern unser Motto lautet, so langsam als möglich, so rasch als nötig. Wir bieten aber auch unseren Kunden oder Leuten den Spaß, sich einmal mit ihrem eigenen Offroader, mit unseren, richtig auszutoben, weil ja aufgrund der diversen Restriktionen man ja fast nirgends mehr fahren darf. Und bei uns im Gelände darf man dann richtig probieren, was das eigene Auto kann. Oder man lässt sich durch uns oder von uns zeigen, was man mit so einem Auto alles tun kann. Ich habe mich jetzt auf der Homepage des Allrad-Trainingszentrums etwas genauer umgesehen und bin da auf einen Gutschein für einen Geländewagen-Trainingskurs gestoßen. Das ist doch das ideale Geschenk für jeden Autoliebhaber oder Offroad-Freak, oder? Ja, es ist ein ideales Geschenk für jeden in der Familie, der einen Führerschein hat. Wird besonders gern von Damen gekauft für ihre Männer. Und wenn die Männer dann so etwas genossen haben, dann kaufen sie meistens sowas für ihre Freundin. Also wenn Sie noch kein passendes Geburtstagsgeschenk haben, dann melden Sie sich beim Herrn Moser, der hat das Richtige für Sie. Sie sind ja auch Leiter bzw. Chefredakteur unterschiedlichster Formate. Sie führen die Moser Mediengruppe und da sind Sie das ganze Jahr über viel im Einsatz. Und apropos Einsatz, so heißt ja auch eines Ihrer Magazine, was kann ich denn bei der Moser Mediengruppe alles lesen? Im Einsatzmagazin ist ein Magazin für Sicherheit, Wirtschaft und Sport und da geht es halt vorwiegend um Blaulichtorganisationen, um das Thema Sicherheit und natürlich auch sportliche Einsatzkräfte. Und ein weiteres Magazin, das Sie ebenfalls betreuen? Wir machen auch die Zeitschrift Clean Drive. Es geht hier um sauberes Fahren, günstiges Fahren, saubere Fahrzeuge und behandelt das Thema vom E-Bike bis zum Elektroauto oder zum Hybridfahrzeug. Sie haben Interesse an einem Allrad-Trainingskurs oder besser gesagt an einem Geländewagen-Trainingskurs, dann schauen Sie auf die Homepage unter www.mmga.at. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Moser. Freut mich.